Das Riese und Müller Nevo 3 ist die neueste Variante des komfortablen und höchst erfolgreichen Tiefeinsteigers. Hier im Bild das Nevo 3 GT Vario. Die markantesten Neuheiten des Modelljahrgangs 2021, der allerdings schon ab Mitte 2020 erhältlich ist, betreffen Antrieb und Batteriesystem. So gibt es nun den Bosch Generation 4 Performance Line CX Motor mit bis zu 85 Newtonmeter Drehmoment. Der integrierte Akku ist nun in zwei Größen erhältlich, 500 und 625 Wattstunden. Somit lässt sich auch in einer Ein-Akku-Konfiguration die Reichweite um einiges erhöhen. Wer noch mehr Reichweite braucht, kann die neue Dual-Battery-Kombination, integrierter 625 Wattstunden Akku plus 500 Wattstunden Akku im Gepäckträger wählen. Das integrierte Battery Pack ist nun von oben und somit besser zugänglich. Geladen wird entweder nach Entnahme oder direkt am Fahrrad über diese praxisfreundlich positionierte Buchse. Der neue Vorbau und die geänderte Kabelverlegung sorgen für eine aufgeräumte, saubere Optik. Außerdem sind nun, wie bei anderen Riese und Müller Modellen, Trinkflaschenhalterungen angebracht bzw. können in Kombination mit einem vorderen Gepäckträger verwendet werden. Weiters ist, außer beim Basismodell, eine gefederte Cane Creek Sattelstütze verbaut. Je nach Modell ist am Vorderrad die besonders effektive 4-Kolbenscheibenbremse Magura MT5 im Einsatz. Hinten bremst eine Magura MT4-Scheibenbremse. Wie üblich kommt das Nevo neben der Variante mit dem stufenlosen Enviolo-Getriebe mit Riemenantrieb, auch mit Shimano XT 11-Gang-Kettenschaltung und Roloff E14 Speedhub Riemenantrieb. Neben den 25 km/h Pedelec-Versionen gibt es auch Highspeed-Varianten, die bis 45 km/h unterstützen. Die Preise für das Nevo 3 starten in Österreich bei 4.079 Euro. Für den 625 Wattstunden Akku sind rund 200 Euro, für die Dual Battery 1125 Option rund 1.120 Euro Aufpreis fällig.